So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1. Wir sind hier stehen geblieben, haben in der letzten Folge ein Secret geholt. Und wollen jetzt hier weitermachen. Ja, Pierre hat, also in der letzten Folge haben wir Larsen verhauen und Pierre ist dann halt schreiend weggerannt. Also nicht schreiend, aber er ist weggerannt. So, damit kümmern wir uns um die Tür, dann schieben wir das wieder zurück. Dann schiebe ich den Stein jetzt auch ganz zurück. Weil nochmal den Mist, den möchte ich mir nicht ein zweites Mal antun. Das heißt, wir gehen hier hoch, gehen hier rum, schieben das hier ganz ran. Ja, mal sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Ich meine, in dieser Folge werden wir dann zu meinem letzten Stand rankommen. So viel war es dann halt am Ende wirklich nicht. Ich weiß nicht, bei welcher Folge wir gerade sind. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber hier speichere ich mal lieber. Denn den Sprung hier habe ich mich noch nicht... Okay. Wollte gerade sagen, den Sprung habe ich mich noch nicht getraut, aber es ist gut gelaufen. So, und der Sprung wird ein Kinderspiel sein. So. Ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. Ist alles ganz gut gelaufen. Mal sehen, was wir jetzt haben. Ah, Ali Alligator. Ja. Nein, wir nehmen das Secret mit. Wir nehmen das Secret mit. Also, es tut mir leid. Ein Secret habe ich doch noch kennengelernt. Ich habe es halt nur vergessen. Weil es hier war. Und ich erinnere mich nicht gerne an dieser Passage. Weil ich den Alligator nicht mag. Aber gut. Das war super. Ich glaube, mit dem Kopfsprung komme ich nicht hier rein. Nee, mit dem Kopfsprung komme ich hier nicht rein. Okay. Dann machen wir weiter. Schwimmen mit der Strömung. Dann schwimmen wir gegen der Strömung. Hier kommt der Alligator. Und der möchte mich anknabbern. Und er knabbert mich an. Klasse, das Tier. So, jetzt fragt man sich natürlich, was hat das jetzt hier irgendwo getan? Das Wasser ist weg. Das Wasser ist weg, der Alligator kann nicht mehr schwimmen. Alligator ist tot. Gut. So einfach kann das gehen. Dann gehen wir jetzt wieder hier hoch. Ich speichere in letzter Zeit ziemlich häufig, ich weiß. Aber manchmal ist es auch notwendig. Gut, und hier sind wir bei meinem letzten Stand. Ich habe ja gesagt, dass es ein paar Räume mit ein paar griechische Götter... ich habe, glaube ich, nur Götter gesagt, nicht griechische Götter. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall Götter gesagt. Ey, hör mal auf, mich anzuknabbern. Nö. Nein, nicht, nein. Ich will ein Medikit. Sind wir wieder bei Full Life? Ja, aber hier haben wir Neptune. Ich
Weiß jetzt nicht, wo die Fledermaus ist. Ah, über mir. Stirb. Gut, welches Türchen öffnest du? Du öffnest das Tortürchen. Und das war nämlich das Türchen, was ich meinte. Denn, holy ist der Raum dunkel gewesen. Du hast da nichts gesehen. Damokles. Kennen wir. Damokles kennen wir nur zu gut von Rise Son of Rome. Ist von daher sehr glücklich, dass wir Rise Son of Rome vorher gespielt haben, denn sonst hätte mir jetzt Damokles vorher nichts gesagt. Wir bilden uns ja hier auch weiter, ne? Ganz einfach. Unter anderem weiß ich jetzt, warum ich Fledermäuse hasse. Das sind Höllenviecher. Das sage ich euch. Das sind Höllenviecher. Die Ausgeburt der Hölle. Wo bist du? Hm? Bist du da oben? Ich sehe doch, dass da oben wieder eine Fledermaus rumhängt. Ah. Von dort. Wenn du meinst, dann mach doch. Aber ohne mich. Okay, hier ist kein Schalter. Hier haben wir den Torraum. Bevor wir aber irgendeinen Raum hier betreten, würde ich sagen, wir öffnen einfach mal jedes Türchen. Ich meine, es sind vier Türen. Dann haben wir Neptun. Da oben haben wir Damokles. Warum ich jetzt hier doch zu Damokles gehe? Also, ist nur wegen diesem großen Medikit. Dann haben wir das schon mal vorher gesammelt. Und es kann noch sein, dass hier unten etwas ist. Springen wir einfach mal so runter. Es sind vier Räume, vier Schwerter, vier Schlüssel. Das erklärt's. Und das sieht mir hier nach einem Geheimraum aus. Ah, okay. Es ist höchstwahrscheinlich ein Geheimraum, aber hier kommen wir nicht rein. Gut. Welches Türchen öffnest du? Atlas. Okay. Gut, wo starten wir denn mal? Ich glaube, wir gehen als erstes zu Damokles. Weil Damokles hier direkt in der Nähe ist. Ja, hier haben wir wieder Munition. Du gehst mir vom Leib. Nerven. Die Viecher nerven. So. Kommen wir denn da so rüber? Ich glaube, wir können uns da festhalten. Nee, schon mal so. Okay. Gut. Dich meinte ich. Dich meinte ich. So, okay. Dann gehen wir rüber zu Damokles, meinem alten Freund. Und gucken, was wir dort so finden. Ja, natürlich.
Damokles und seine Schwerter. Ich gehe einfach mal ganz schnell durch. Achso, die kommen gar nicht runter. Okay. Natürlich. Natürlich musste ja Damokles Schwert mitnehmen. Ah, und hier haben wir auch schon den ersten Schlüssel. Das war einfach. Aber irgendwo muss doch der Haken sein. Irgendwo muss ein Haken sein. Als ob Cordesein uns einfach so einen Schlüssel schenkt. Das glaube ich nie im Leben. Aber hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Shotgun-Munition und ein kleines Medikit. Ja, ich sehe es doch jetzt schon. Der Schatten bewegt sich. Okay. Machen wir es folgendermaßen. Wir speichern. Der nächste, der kommen würde, wäre der hier. Der nächste, der kommen würde, wäre der hier. Okay, einfach. Wenn wir uns so langsam bewegen, ist alles ganz koscher. Müsste ich dich hier? Wann? Jetzt. Okay. Gut, das beantwortet meine Frage, wann der denn losgeht. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen und den hätte ich wahrscheinlich auch nicht da so herausfordern müssen. Haben wir da gerade einen? Von wo? Okay, ich glaube, so ist das alles ziemlich cool. Wenn wir einfach so weitermachen. Dann am besten auch was sehen würden. Das Spiel liebt mich, ich liebe das Spiel. Oh Gott, und da kommen zwei auf einmal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, und jetzt. Ich wollte schon gerade sagen, bloß nicht die Tür versperren lassen. Das wäre alles andere als cool gewesen. Okay, wir sind hier mit Damokles durch. Mit Damokles sind wir dann durch und wir sind auch mit der Folge durch, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider 1. Bis dann, haut rein und tschüss.